Willkommen zurück zu XCOM 2, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Wir sind an Bord unseres Raumschiffs und wir werden jetzt mal hier auf die Map gehen. Im Moment warte ich darauf, dass unsere Leute wieder fit werden, denn ich möchte ganz gern diese Einrichtung angreifen. Wir haben noch ein Kästchen, bis uns das Avatar-Projekt das Licht ausknipst. So knapp war es ja früher schon. Oh, oh. Oh, oh. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Okay, 20 Tage haben wir noch. Das müsste reichen, um unsere Leute wieder fit zu bekommen. Setze Kurs auf den ostamerikanischen Bezirk. Jetzt schnappen wir uns hier nochmal eins von den Sachen. Was haben wir denn hier? Ah, neues Personal. Ne. Brauchen wir eigentlich alles nicht? Avenger berechnet neuen Kurs. Okay. Ein Soldat wäre das? Ne, da wären wir hier die Vorräte lieber, ja. Berechnet neuen Kurs. Okay. Wenn wir das durchgescannt haben, dann müssten eigentlich, jawohl, hier unten steht es auch schon, alle unsere... Okay. Müssten uns alle Soldaten wieder zur Verfügung stehen. Jawohl. Bauen brauchen wir eigentlich nichts. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Aber wir könnten hier freiräumen. Müssen wir einen auswählen? Jawohl. Können wir gleich noch einen drauf ansetzen? Haben wir schon, oder was? Ja. Wunderbar. Das passt soweit. Wir scannen mal, bis wir die Vorräte haben. Dann. Strategische Ressource gefunden. Hervorragend. Okay. Und jetzt geht's hier rüber. Wir haben noch 14 Tage. Setze Kurs auf Sektor 14. Ostasien. Das ist echt knapp. Gut, unsere Truppe ist nicht ganz optimal. Wir werden sie entfernen. Holen mal unseren Mash hier rein. Der war ja das letzte Mal dabei. Der wird erstmal. Ja, der wird erstmal die die Brandgranate abgeben. Der wird auf jeden Fall den War-Anzug abgeben. Und die Waffe brauchst du auch nicht, mein Freund. Und jetzt schauen wir mal rein, wen wir denn da mitnehmen. Na komm. Entfernen. Und dann nehmen wir Boom Boom mit. Das ist gut. Wir werden Blue Chrome mal den War-Anzug geben. Das ist auch gut. Und diese Brandgranate kriegt er auch. Hervorragend. Dann denke ich mal, dass wir soweit ganz gut dastehen. Und starten wir mal in den Einsatz. Jawohl, Lady ist dabei. Rino ist dabei. Alles gut. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Uns wurde die Position einer Alien-Einrichtung bestätigt, die in dieser Region Forschungen für das Avatar-Projekt durchführt. Es wird einen taktischen Angriff geben. Platzieren Sie die X4-Ladungen bei der angegebenen Position. Wenn Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Entfernung und legen Sie das Ding in Schutt und Asche. Das werden wir machen. Eigentlich gibt es bei diesen Missionen keinen Rundendruck, das heißt... Wir können wunderbar strategisch vorgehen. So wie ich es am liebsten habe. Koordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen.
Okay, wir sind in Tarnung. Unser Ziel ist da vorne. Alles klar. Werden wir mal hier die Anhöhe verlassen und uns hier unten positionieren. Ja. Rino mal hier hin. Wir werden nichts überstürzen. Wir haben keinen Druck. Wir können ganz in Ruhe vorgehen. Ohne irgendwie kopflos drauf losstürmen zu müssen. Ne, ich will eigentlich Feuerschutz. Genau. Bestätigt. Ich stelle mich mal ein bisschen breiter auf, nicht ganz so geknubbelt, aber auch nicht zu weit auseinander. Feuerschutz. So dass wir hier eine einigermaßen vernünftige Feuerlinie aufbauen können. Ne, hier gibt es keinen Schutz mehr. Dann ziehen wir unsere Medic mal hier rein. Zwischen die Bäume. Mir entgeht nichts. Ja, das will ich hoffen, dass dir nichts entgeht. Na gut. Position bestätigt. Tank werden wir mal ohne Deckung hinstellen. Da gibt es so viel Feuerschutz, dass der, glaube ich, auch so ganz gut gedeckt ist. Und verstanden. Bin unterwegs. Jawohl. Okay. Gebe Feuerschutz. Oh oh. Da habe ich schwere Schritte gehört, so etwa in die Richtung. Da wird's wohl einen Mac geben. Ne, Quatsch, einen Mac, einen Sektopoden. Hat sich eher nach einem Sektopoden angehört. Verstanden. Ja. Halte die Augen offen. Die Schritte sind ganz schön schwer. Schon unterwegs. Ah, wir nähern uns aber dem guten Sektopoden. Wechsle Position. Mal schauen, vielleicht können wir eine Falle stellen. Das werden wir dann gleich sehen. Mir entgeht nichts. Bin unterwegs. Ich ziehe unsere Einheiten jetzt mal so ein ganz kleines bisschen zusammen, nicht zu weit getrennt voneinander. Denn wenn der Sektopode kommt, möchte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass alle unsere Leute drauf ballern können. Okay. Bestätigt, Überwachung läuft. Und? Schon unterwegs. Genau. Bitte Feuerschutz. Feind drückt aus. Okay, in die Richtung ist wohl auch noch irgendwie Feindpräsenz. Oh, da ist er doch, der Sektopode, mit zwei Erdwin-Soldaten. Und hier haben wir nochmal Soldaten. Oh, da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht in den Rücken fallen gleich. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo ist der Sektopode? Der steht hier. Unterwegs. Das ist gut. Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Ah. Wie weit sind die da hinten weg? Na, sind ein Stückchen weg. Ich werde mal Boom Boom nach hier ziehen. Bin schon unterwegs. Ein bisschen Distanz hier reinbringen. Verstanden. Halte die Augen offen. Na. Was machen wir? Ich glaube, wir werden es riskieren und ziehen mal Blue Chrome nach da vorne. Befehl bestätigt. Feuerschutz. Feuerschutz. Tank ziehen wir nach hier. Der Zielposition.
Feuerschutz und unsere Medic ziehe ich aus der vollen Deckung mal hier in die Teildeckung, weil ich auf jeden Fall will, dass, wenn es rund geht, dass sie auch mit drauf feuern kann. Rino. Den lassen wir hier. Ich glaube, das passt so schon ganz gut. Bestätigt, Überwachung läuft. Was natürlich äußerst schick wäre, wäre, wenn die... Nee, leider nicht. Ich habe gedacht, dass die Patrouillen sich eventuell treffen könnten. Wir werden jetzt die Gunst der Stunde nutzen und... Bluecrom mal eine Bombe hier platzieren lassen. Ja, gucken wir mal. Okay, treffe ich denn auch wirklich alle? Jawohl. Dann rein mit dem Ding. Das war schon mal nicht schlecht, da haben sie ordentlich gefressen. Sie sehen uns. Ja. Okay, die haben es mitbekommen. Das ist nicht so gut. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass die weit genug weg wären. Aber sind sie nicht, dann wird Bluecrom jetzt die zwei hier ausschalten. Mach dich bereit für eine Überraschung! Ja. Weg sind sie. Die sind Geschichte. Ja, sind sie. Rino wird auf den Sektopoden feuern. Wartet mal, erstmal ein bisschen umpositionieren, jawohl. Und zwar am besten nach hier. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Dann baller mal auf den Sektopoden mit 100%, das ist ein Traum. Damit ist das Teil auf jeden Fall markiert. Bum bum ziehen wir auch in die Richtung. Ziehe los. Wir brauchen jetzt so ein bisschen mehr Deckung von vorne. Denn aus der Richtung kommen ja die Edwin-Soldaten. 100%. Dann mal Waffe abfeuern und dem Sektopoden ordentlich eingeschenkt. So viel dürfte er gar nicht mehr haben. Hat er auch nicht mehr. Okay. Bin schon unterwegs. Auch hier wechseln wir ein bisschen die Position. Dann hoffe ich mal, dass sie den Sektopoden rausnehmen kann. Kann sie. Gute Sache. Unsere Medic wird erstmal hier in Sicherheit gehen. Und sollen wir das machen? Oder sollen wir drauf schießen lassen? Immer noch besser wie 50-50. Dann komm, schieß mal drauf. 9 Schaden, das war nicht schlecht, aber nicht gut genug. Wenn es ein Crit gewesen wäre, dann wäre es schon eine gute Sache gewesen. Ist es nicht. Wartet mal, können wir hier erstmal noch eine andere Position beziehen? Nee. Ist alles nicht so ideal. Na komm, dann probieren wir es von hier. 50-50.
ein kleines bisschen besser. Ah, sehr gut. Der ist raus. Das war's für dich. Das war's sehr wohl. Das macht nichts. Sie ziehen sich zurück. Vorrücken. Sie ziehen sich zurück. Das heißt, der eine Soldat da hinten hat sich aus dem Staub gemacht. Gut, das gibt uns die Möglichkeit, den Part an der Stelle mal zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel, um kein Gameplay mehr von XCOM 2 zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Latan.